Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Golnomaris Personal Training. Ganz ein spontanes Video und zwar, ich bin gerade am Essen vorbereiten. Es ist Sonntagabend und ich mache das noch etwa die, wenn ich Zeit habe und ich habe euch aber noch nie mitgenommen und habe darum gedacht, das ist die Gelegenheit. Jetzt, ich habe so eine Küchenmaschine, wo man kann raffeln und schieben und sowieso. Und weil es mega eine heisse Woche wird, habe ich gedacht, ich mache viel Rohkost. Also ich habe jetzt hier Bio-Rüebli geraffelt, habe die Schale dran lassen. Dann gleichzeitig schon Gurke geschiebelt. Das wenn wir einen Salat machen, dass wir das schon mal parat haben. Das geht wieder an die Kühle. Dann habe ich gleichzeitig hier einen Süßkartoffel geschiebelt und auch schon angebrötelt mit etwas Kokosöl und gewürzt mit Paprika, Salz, Kurkuma. That's it. Mehr jetzt nicht dran. Ah, mal. Zwiebeln und Pfeffer. Dann habe ich eine Melone aufgeschnitten, die ich auch gerade nachher zumache und in den Kühlschrank tue. Ich muss sagen, mein absoluter Tipp für Wassermelonen sind Limetten. Also unbedingt einfach ein bisschen Limettensaft drüber geben. Das macht nämlich mega, mega viel aus. Und genau das Gleiche machen wir dazu. Das nehmen wir aber heute Abend schon. Das ist auch Wassermelone, aber noch mit Mango. Und ich tue dann ein bisschen Limettensaft drüber. Dann habe ich dazu noch einen Weihenboden. Und das ist eigentlich der Plan, dass ich euch das jetzt gerade zeige. Also ich muss ja sagen, alle, die mich schon ein Zeitchen kennen, die wissen zu 100%, wie ich meine Weihen mache. Oder wie oft, dass ich meine Weihen mache. Ich habe jetzt hier frische Schweizer Aprikosen. Jetzt gerade noch schnell gewaschen. Muss mal schauen, ob das lange. Ich habe jetzt die halbiert. Den Boden mit einer Gabel eingestochen. Ich habe jetzt hier so einen Dinkelteig genommen. Und tue jetzt hier die halbierten Aprikosenhälften drauf. Ich glaube, es lange nicht weit, merke ich jetzt gerade. Und sobald ich das gemacht habe, habe ich den welteinfachsten Guss für euch. Also es lohnt sich wirklich, wenn ihr mir jetzt nachher zuschaut, wenn ich Aprikosen schneide. Also, ich erkläre euch, wenn es um Weihen geht, ist es folgendermaßen. Ich finde Weihen super. Moment, schnell, du hast meine Aprikosen waschen. Weil man kann es super mitnehmen. Wir haben durch den Teig Kohlenhydrat, wir haben durch Früchte oder das Gemüse, wo wir drauf tun, Vitamine und Ballaststoff. Übrigens, sorry, dass ich hier da in dem Aufzug bin mit dem Bikini. Das soll überhaupt nicht. Das war kein Gedanke daran verschwendet, aber es ist so heiß und so schwül, dass ich einfach so rumlaufe am Sonntag und einfach gedacht habe, spontan, ich will euch einladen in meine Küche mal wieder. Darum ist das so passiert, wie es halt passiert ist. Wo sind wir stehen geblieben? Genau. Und durch den Guss haben wir noch Protein. Und das ist eigentlich das Wichtigste für mich, für eine Mahlzeit, dass alle drei Komponenten drin hat. Ich schaue, dass man das immer abdecken kann. Und darum finde ich Weihen super. Jetzt, was wir hier haben, sind zwei Protein-Puddings von Chiefs. Ich habe jetzt hier Vanille genommen. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch eine andere Geschmacksrichtung nehmen. Ich muss jetzt aber ehrlich gesagt sagen, ich wüsste nicht, welche. Also Schoki passt jetzt für mich nicht so. Karamell könnt ihr natürlich auch nehmen. Und, doch, je länger ich darüber nachdenke, es gibt noch Kokosmandeln. Und das könnte echt auch fein sein. Ja, jedenfalls, ich tue jetzt hier ein bisschen Zimt noch drüber. Würde natürlich ein bisschen besser passen mit Äpfel, aber habe ich keine.
Und jetzt tue ich da, das sind so stichfeste Proteinpudding. Sie haben übrigens super Wert und ich muss keine Angst haben vor Protein. Wirklich nicht. Unsere Zellen bestehen aus Protein, unsere Haut, unsere Nägel, unsere Haare. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir Protein zu uns nehmen. Und viele meinen eben immer, man wird so extrem männlich durch Protein. Aber ihr müsst euch vorstellen, eigentlich ist das nichts anderes, als wenn ihr ein Bullebrüschli oder ein bisschen Lachs essen würdet. Und darum macht euch keine Gedanken um das. So, ich verteile jetzt das so ein bisschen darüber. Es muss auch nicht besonders schön aussehen. Ich tue das nachher noch ein bisschen verteilen. Die Gabel war jetzt auch nicht das Schleusche. Ich bin auch jemand, wenn ich Besteck angebraucht habe, probiere ich eigentlich möglichst wenig anderes Besteck noch anzubrauchen. Und darum ende ich manchmal mit so komischen Besteck und probiere mich da irgendwie zurecht zu finden. Und es ist einfach schwierig. Es ist einfach schwierig. Ich sage es, wie es ist. So, dann brauche ich ganz sicher noch ein zweites Döschen. Und das Coole ist halt einfach, ich muss sagen, ich habe die Pudding immer zuhause. Darum mit genau jetzt auch wieder keine Eier. Und darum, so kann ich halt gleich immer eine Weihe machen und habe keinen Aufwand. Es wird ein bisschen problematisch, wenn ihr eine Gemüseweihe machen wollt. Das muss man schon ehrlich sagen. Es passt nicht so gut. Übrigens, wenn wir gerade von «es passt nicht so gut» haben, es gibt im Migros einen Proteinkuchen-Weihenteig mit Linsen. Also die Grundlage sind Linsen und ich muss sagen, das passt sowas von nicht. Also auch dort wieder, ich weiss auch nicht, die Geschmäcker sind verschieden, aber ich kann einfach nicht gerne. Für Gemüsewehen mag es vielleicht noch funktionieren, aber sonst für Früchtewehen ist es ein bisschen wie Pumpernickelbrot. Und es gibt übrigens, wenn wir es jetzt gerade auch noch von dem haben, im Migros den Légère-Teig genommen. Er heisst jetzt etwas anders. Er ist einfach von You. Und den könnt ihr also ohne Problem nehmen. So, jetzt einfach gut verteilen. Was ich am liebsten mache, ist so etwas der. So kommt das gut. Jetzt tue ich das bei 200 Grad für etwa eine halbe Stunde in den Ofen. Und dann haben wir das auch. Dann habe ich diverse Salate, süße Äpfel, die man auch als Salat machen kann. Kann man wieder auch aufwärmen. Früchte. Ah, was ich noch habe, ist selber ein Brot backen. Das zeige ich euch dann aber noch. Übrigens, wieso dass ich auf einmal wieder Frischhaltefolie verwende. Ich habe zwar Wachstücher, in verschiedensten Grössen, aber ich bräuchte immer die grössten und ich muss unbedingt noch mehr grosse kaufen, weil ich habe einfach zu wenig. Also die sind immer in Gebrauch und darum ja, muss ich ab und zu noch Frischhaltefolie zurückgreifen. So, Leute, das war es mit meinem kleinen Einblick in mein Meal Prep vom Sonntag. Ich wünsche euch ganz einen guten Tag. Abend, morgen, was es auch immer für eine Uhrzeit ist, wo ihr das schaut. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss! So, meine Lieben, es ist jetzt soweit und ich dachte, ich nehme euch das gerade auch noch schnell auf, weil jetzt geht es ja um die Realität. Es ist Montag, 13:30 und ich bin jetzt gerade heimgekommen vom Golden House und denke, ich mache jetzt Mittag und zeige euch das schnell. Was habe ich noch als Info? Ich habe ja gestern noch die Weihe backen mit euch. Fast die Hälfte ist schon weg. Haben wir gestern Abend noch gegessen. Und jetzt nehme ich hier alle meine Sachen aus dem Kühlschrank und mache mir einen Mittag. Also, ich habe gedacht, es ist wirklich mega warm. Es ist um die 30 Grad heute. Darum halte ich das alles kalt. Also ich mache jetzt hier ein bisschen Süsskartoffeln rein. Es ist wie an einem Buffet. So cool. Ein bisschen Gurken. So.
dann haben wir noch die Rüebli. Jetzt, wie gestern schon glaub, erklärt, bei den Weihen haben wir ja all die Komponenten, also durch Gurken und Süsskartoffeln, haben wir ja ganz sicher schon mal also durch Gurken und Rüebli haben wir sicher schon mal Gemüse. Dann Süsskartoffeln haben einen guten Anteil Kohlenhydrat. Dann haben wir noch Chicorée, hat vor allem viel Bitterstoff drin, die auch super sind. Und dann habe ich hier extra noch einen Hüttenkäse. So. Für Protein. Da hat sogar noch ein paar Kräutchen drin. Das heisst, ich muss gar nicht mehr so viel dazu beitragen. So. Und ich muss ja sagen, ich finde Hüttenkäse mega perfekt, wenn es um Salatsoßen geht, weil gerade für Leute, die gerne so cremige Salatsoßen haben, kann man den Hüttenkäse einfach ein mit Essig mischen und es wird mega schnell dann so sämig. Und jetzt kommt da noch ein Stück Brot dazu und eine Soße. Ich tue meistens, ich bin natürlich voll der Balsamico-Typ, wo wir schon mal sagen, ein flüssiger Balsamico dran. Oh, und ich bin mega schlecht, wenn es um Salatsoßen geht. Also ich weiss nicht, ob ihr die Leute kennt, wo, also logisch kennen die Leute, das ist eine dumme Frage, wo ihre Salatsoße so richtig mixen. Und ich mache das so selten, da muss einfach die einzelnen Komponenten über meinen Salat drüber. Eigentlich voll doof, weil es tut sich so nicht so zusammenmischen, aber ich bin einfach zu faul. Ich habe so ein Ölspray. Da haben wir es einfach von dem drüber, das ist Olivenöl. Habe ich im Migros gekauft, sieht so aus. Finde ich super, vor allem auch wenn es um Herdöpfel geht. Im Ofen. Dann haben wir hier noch ein bisschen Kräutersalz. Noch ein bisschen Pfeffer. Oh, und eigentlich müsste ich noch ein paar frische Kräuter da rein tun. Ich tue noch ein bisschen Basilikum nachher rein. Das macht es einfach immer so viel mal besser. Und jetzt haben wir hier noch ein super gut eingepacktes Brot. Ich weiss, das sollte man nie in Klarsichtsfolie einpacken. Aber ich hatte gerade nichts anderes rum. So, Referenzwert, Handvoll Brot. Ist mit Oliven und Rosmarin mega, mega fein. Und ja, that's it. Das ist mein Mittag. Also ich sehe, es ist recht eine grosse Schüssel. Aber ich habe auch recht einen grossen Magen. Darum, wenn ihr öfters sind, wo sehr viel Volumen kann essen, dann macht es so. Es hilft wirklich mega. Ich zeige euch das jetzt noch schnell. Sieht jetzt nicht so schön aus. He? Darf ich erst noch sagen. Also, sieht so aus. Ist eine recht grosse Portion. Also ja, für mich normal, muss man vielleicht sagen. Aber ich sehe sehr viel Volumen. Ich esse wahrscheinlich nachher noch einen Protein-Pudding, einfach weil ich das Gefühl habe, ich brauche noch etwas Süßes. Genau, das ist mein Mittag.